Hallo Leute, auf der Suche nach dem Baby und auf der Suche nach Öl müssen wir jetzt leider da ein bisschen, glaube ich, heute länger spielen. Wir brauchen ein Baby für Rose und ein Öl für Hank. Naja, schauen wir mal, was haben wir jetzt hier alles? Wir haben eigentlich nur Baumann. Hallo, Mann. Das ist halt der Laden, bist du der Besitzer? Ich habe einen Staubwesen mal einer, der drinnen ist. Ich habe am Eingang nichts. Nur ein paar Sachen. Nimm dir diesen Rat zu Herzen. Okay, weil. So, bist du der Besitzer? Ich habe eigentlich. Ich bin nicht wirklich daran interessiert, etwas zu kaufen. Das sind die. Zwei Lakai. Der Jäger. Das ich selbst brauche das Ding nicht. Ich habe meinen eigenen Weg in das Krankenhaus für die Zerflossenen, auf dem ich ungesehen hineinkomme. Aber ich bin mir sicher, dass ich einen Nutzen für den Ausweis finden werde. Wo könnten wir das Baby? Das Baby herbekommen. Ich verliere Hand. Habe ich mir vorher fast übersehen. Ich habe fast übersehen. Ortsfläche, Autohall. Kabel mit ausgebrannten Lampen. Elektronisches Kabel. Beleuchtung, okay. Das brennt auch noch wie Literloh. Verlassene Auto. Fahrersitz. Okay. Da ist der Rot drin und das ist die Hütte, das ist Feuer. In den Flammen brennen sie gehen in Rauch auf. Genau wie Rods Seele. Es scheint, als hätte die neue Welt ihn doch niedergerungen. Wo könnten wir das finden? Vielleicht habe ich eine Kleinigkeit übersehen. Das ist Kartentisch, Schott. Das ist der Generator. Das ist der Wassertank. Schrott und Abfall. Ein dichter Wall aus Schrott, Schutt und er ist mehrere Meter hoch. Ja. Da drinnen. Haben wir nicht wirklich was? Der schminkt sich da gerade. Der schminkt sich da gerade. Das würde. Das ist das Foto. Okay, die Weihnachtsbeleuchtung. Wie soll das gehen? Ja, ist schon gut. Ist ja echt. Da können wir nicht auch nicht wirklich was mehr. Es sei denn. Unmöglich. Die Stäbe. Salierband. Ich frage mich die ganze Zeit, wie wir da wirklich reinkommen. Dicke Gitterstäbe am Ende der Röhre blockieren den Weg ins Freie. Sie sind extrem hart und fest, fürchte ich. Einige Meter die sich dort in den... Ja, das wissen wir jetzt, der. Die Kinder hören uns dann auch ganz helfen. Brennende Flamme. Das ist jetzt ein bisschen happig. Wo könnten eine Puppe oder ein Kind oder irgend sowas ähnliches auftreiben? Das wäre jetzt. Ja, es gibt jetzt einen Anfall. Oh nein! Es fängt wieder an! Es verändert sich alles! Alles verformt sich, wiederholt sich, ohne dass ich etwas mache. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe gar nichts.
könnte man das auftreiben, diese Ratte. Da kommen wir nicht weiter. Das Loch, die Fisch können wir auch noch nicht nehmen. Er hängt der Holzbank. Einer der viel, auch wenn die, würde ich den Überresten nachsagen, dass... Das ist ein Selbstmord, sagt die Leertaste. Zaun hinter den Park. Der Zaun wurde zu Boden ge... Dieser Tod... Okay. Oh, da können wir ja auch gehen. Ja. Oje. Da ist wieder diese Erscheinung. Wie eine Schleife, die sich ständig wiederholt. Immer und immer wieder. Ein verdammter Albtraum, der sich immer und immer wieder wiederholt. Wo könnten wir so ein Baby auftreiben? Das ist natürlich eine Frage, dass wir dann noch einmal da durchgehen. Dunkelraum. Weil irgendwas ist mir da sowieso spanisch vorgekommen. Irgendwas ist mir da spanisch. Poster. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Zusammenarbeiten, wiederaufbauen, berichten. Dem Text nach würde ich sagen, dass dieses Poster ein Teil einer Kampagne der Regierung gewesen sein muss, die nach der großen Welle gestartet wurde. Da war ja offenbar nur der Bericht drinnen. Der Krankheitstest, okay. Besser nicht, in die Haupt... Da will er nicht. Da war sie, die Ulmer. Offenes. Bei dem hier steht alles, was ich da drin sehe, als wäre... Okay, das war das. Das war das Plakat. Das ist die Schwester Ulmer. Okay. Ja, wo könnten wir das auftreiben? Da geht's auch nicht mehr weiter. Das ist die Kräne, ja. Aber irgendwo muss ja so ein Baby doch sein. Und Öl. Und Öl. Vom Öl. Scheint, als wäre diese Heizmethode nicht... Und was hier ab... Okay, da war mal, das war mal nicht wirklich. Irgendwie. Ja, was haben wir da jetzt wirklich? Es sei denn. Es sei denn. Stacheldrahtzaun. Na, da will ich auch nicht wirklich. Da gehst hinter die Idioten. Was könnte das sein? Dann auf den ersten Blick kann man sehen, wie absolut gottverlassen die in diesem Lager ein... Oh. Selbst wenn da etwas drin... Ja. Oh Gott, das Feuer ist viel zu heiß, um reinzufassen. Ja, ich muss irgendwie da reinfassen. Was soll das bringen, das Kabel da? Ja, das wäre der Vorschlag gewesen, Schnucki. Ich glaube nicht, dass das... Ja, ist schon gut. In all den Flammen werden die Hoffnungen und Träume von Rob... Das ist natürlich... Ja, ja, so ist es und nicht anders. Es sei denn... Ich habe nicht die Absicht, da wieder... Ja, ist schon gut. Oder sonst noch irgendwas? Mehr Fässer. Bau des Jägers. Beleuchtung.
Fässer. Aber es ist wirklich, wenn ich ihm den Ausweis gebe. Was passiert da? Hey, Hank, was, wenn ich dir sagen würde, dass ich weiß, wo du mehr Treibstoff herbekommst, als du dir jemals erträumen kannst? Nenn mich nie wieder so, Kumpel. Ich habe dir doch gesagt, der Mann ist in der großen Welle gestorben. Aber du hast meine Neugier geweckt. Also, wo ist dieser Ort? So eine Information ist locker die Batterien wert, die du brauchst. Vor ein paar Stunden habe ich einen Weg gefunden, in die Klinik am Rand der Stadt hineinzukommen, von der du mir erzählt hast. Sie ist deutlich größer, als sie von außen aussieht. Und sie verwenden riesige Generatoren, um Strom für ihr Netz zu erzeugen. Sie lagern dort hunderte Fässer voller Treibstoff. In einem Lager, das hinter einem Zaun versteckt ist, der sich um die ganze Anlage zieht. Von außen nicht zu sehen. Ja. Und ich bin mir sicher, dass du diese ganzen Fässer mit ins Lager gebracht hast, um mit mir zu handeln. Nein, aber ich habe den Schlüssel, mit dem deine Männer sie dort rausholen können, ohne Verdacht auf sich zu lenken. Es ist ein Fahrzeugausweis, um in das Gebäude zu kommen, von der Armee abgestempelt. Das ist eine sehr interessante Geschichte, Kumpel. Ich werde das überprüfen müssen, aber es klingt vielversprechend. Wenn das, was du sagst, wahr ist, wirst du diesen müden alten Bären sehr glücklich machen. Aber wenn du lügst, werde ich dich finden, egal wo du dich versteckst, und dich an Ort und Stelle zu Brei schlagen. Also, gibst du mir die Batterien im Tausch für den Ausweis? Abgemacht. Der Ausweis gehört jetzt mir. Hier hast du die Batterien, die du wolltest. Naja, gut, zumindest haben wir jetzt einmal die Batterien. Ja, werden wir doch gleich. Okay, mal sehen, ob das Ding noch funktioniert. Es funktioniert, aber was ist denn das? Das ist eine Liste von hunderten Namen, Orten und Adressen und eine Karte der Stadt. Aha, das ist auch sehr interessant. Was haben wir da? Irgendwas vergessen vielleicht? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Hey Mike, warte. Bevor du gehst, ich habe darüber nachgedacht. Und jetzt ist es an mir, dir ein Geschäft vorzuschlagen. Ups. Ein Geschäft? Ja, hör zu. Ich und meine Jungs verlassen das Lager ungern öfter als nötig. Wir sind bei einigen Schweinen da draußen wohl bekannt und werden von ihnen gesucht. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe. All das Gerede über die Klinik, das Benzin und den Ausweis haben mich neugierig gemacht. Ich muss wissen, wie die Lage ist, um ein paar Sachen zu klären und einen Plan auszuarbeiten. Aber ich kann mich da nicht selber sehen lassen. Es wäre sehr verdächtig, wenn man mich beobachten würde, wie ich da herumstöbere. Natürlich. Aber was willst du von mir? Bring uns genug Informationen über das Lager, damit wir einen Plan machen können. Ich rede da von Diagrammen, Koordinaten oder Karten. Oder noch besser, ein Foto. Bring mir etwas in der Art und ich gebe dir im Gegenzug, was immer du willst. Was brauchst du, Kumpel? Eine Puppe. Ich brauche nicht viel, nur jemand, der die alte Welt retten und zurückbringt. Kannst du dafür sorgen, dass ich meine... Kannst du den Wohnwagen in dem Rot angehen und seine Frau leben? Ich brauche nicht viel. Nur jemand, der die alte Welt retten und zurückbringt. Ich brauche nicht viel. Nur jemanden, der die alte Welt rettet und zurückbringt. Ich fürchte, du willst zu viel, Mike. Bis jetzt sind die Regeln der Physik das einzige aus der Vergangenheit, das ich und meine Leute nicht unterwandern konnten. Jedenfalls würde ich nicht versuchen, die große Welle zu verhindern. Selbst wenn ich es könnte. Die Dinge sind doch gut, so wie sie sind. Du weißt ja, wie es ist. Gott oder der Teufel waren sehr gut zu mir. Kannst du dafür sorgen, dass ich mein Leben zurückhalte? Kannst du dafür sorgen, dass ich mein Leben zurückerhalte? Dein Leben? Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Du bist ja ein Gelöschter. Du hast mir gesagt, dass du keine Erinnerung an die Vergangenheit hast. Hör mir zu, Kumpel. Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Denn vielleicht ist das, was du suchst, nicht das, was du finden willst. Bist du dir sicher, dass es in diesem schwarzen Loch irgendetwas gibt, das es wert wäre, zurückgeholt zu werden? Wir stehen an einem neuen Anfang, dem Beginn einer neuen Ära. Und du bist in ihr ohne Bürde und ohne Last aufgewacht.
Genieße es, Mike. Naja, den Wohnwagen von Rod Atkinson und seiner Frau. Kennst du den Wohnwagen, in dem Rod Atkinson und seine Frau leben? Ja, natürlich. Ich kenne Rod, diesen scheinheiligen Nervbolzen. Er denkt immer noch, dass er mit seiner Moral der alten Welt jeden hier im Lager retten könnte. Er ist mir echt ein Dorn im Auge, Kumpel. Sie haben einen kleinen Sohn, Colin. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich muss mit dem Kind allein sein, nur für ein paar Minuten. Du musst draußen für etwas Unruhe sorgen, um Rod und seine Frau lange genug abzulenken. Beschäftige sie ein paar Minuten, lass dir was einfallen. Aber ich brauche etwas Zeit alleine mit dem Jungen. Du erstaunst mich immer wieder, Mike. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber das geht mich auch nichts an. Bring mir die Informationen, um die ich dich gebeten habe. Bring mir das Foto des Treibstofflagers am Krankenhaus. Und ich verspreche dir, dass du genug Zeit haben wirst, um zu tun, was immer du mit diesem Jungen tun willst. Und du hast meine absolute Diskretion. Ich weiß genau, was der Jäger gerade denkt. Aber ich muss mitspielen, damit ich nichts weiter erklären muss. Diese Schlange darf nichts von der Krankheit des Jungen erfahren. Abgemacht. Aber niemand wird verletzt, okay? Bring mir das Foto des Treibstofflagers am Krankenhaus. Und wir werden tun, was nötig ist, Kumpel. Na ja, Burschen und Mädchens, da werden wir morgen weiterspielen. Gut, ciao.